Hallo Freunde, hier bei Neverwinter. Und zwar, wie ihr ja schon wisst, ist ein neues Update rausgekommen, wie ihr das hier an den Farben sehen könnt. Am neuen Charakterbildschirm. Und ich habe ja in den vorigen Videos, die ich vom Previ-Surfer beziehungsweise von nicht vom Live-Surfer, sondern vom Test-Surfer gemacht habe, schon euch vorgestellt. Dieses neue Update beziehungsweise kurz reingeschaut, und heute wollen wir hier mal reinschauen im beziehungsweise auf dem Original-Surfer. Das tun wir mal jetzt. Ja, das braucht wieder ein bisschen zum Laden, zu patchen und alles drum und dran, weil das alles relativ neu ist und es müssen Dinge hinzugefügt werden, und darum dauert das halt ein wenig. Und wir werden mal am Anfang schauen, was hier alles neu hinzugekommen ist und so weiter und so fort. Werden uns mal die Kampf. Ja, ich war vorher in Kerkonig unterwegs. Beziehungsweise im Zwergental. Und wir fangen mal an, gucken uns mal das alles durch, was hier zugekommen ist. Schönes Wetter heute. Um diese Jahreszeit kann man den See sonst nicht so bewundern. Das ist hier schon mal das Segenfenster. Von der neuen Kampagne. Haben sie wieder Lebenseinzug eingeführt? Und da muss man wieder gucken, was man wie wo nimmt. Ob man jetzt Schadensbonus oder ich setze jeden über, der meinen Preis bezahlt. Und ich stelle auch keine Fragen. Ja, da muss man sich wieder irgendwie hier wo, wie, was ausdenken, was man hier wo nimmt. Hier Reflexion ist schon was Gutes. Wir gehen jetzt mal nach Protectors Enclave. Und gucken mal,
was da Neues ist. Das habt ihr ja schon gesehen in dem Video, wo ich auf den. Und jetzt hier sind wir auf dem Live-Surfer. So, ich hoffe, dass die Grafik hinhaut. Nicht so wie beim letzten Mal, das ist mal nervig. So, wenn wir mal hier hochjumpen. Mal gucken, was der Dingens, wie heißt er? Ach, ich komme nicht auf den Namen. Feldwebel Nox oder Cox, wie der heißt, für uns hat. Feldwebel Cox. Da gucken wir jetzt mal rein. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Aha, da ist es ja mit dieser neuen Kampagne. Das Fest von Brian Chandler. Grüße, seid ihr in festlicher Stimmung? Eure Hilfe wird in einer Angelegenheit benötigt, die mit einem Fest in Bryn Chandler im Zusammenhang steht. Sucht Lord Neverember auf, um mehr darüber zu erfahren. Er hat namentlich nach euch gefragt. Ja, das werden wir mal annehmen und schön, dass er uns gefragt hat. Ich denke, einige von euch werden schon hier das spielen. Aber ich bin noch nicht wirklich dazu gekommen, das hier zu machen. Ich grüße euch. Ja, sei gegrüßt, alter Freund, Lordi. Ja, ich habe eine Aufgabe für euch. In Bryn Chandler. Die größten Siedlung der 10 Städte, Icewind Dale, findet ein Fest statt. Markus wird dort Neverwinter vertreten. Er wird von Suna und zwei Abenteurern begleitet werden. Ich möchte, dass ihr euch ihnen anschließt. In der Gegend soll es vermehrt zu Angriffen von Hügelwiesen gekommen sein. Markus wartet außerhalb von Betelberg auf euch. Jo! Die Quest haben wir hier abgeschlossen. Und gehen. Jetzt gehen wir mal zum den Onkel hin, wo wir hin müssen. Nach Brian. Und mal gucken, was er für uns hat. Wo war das hin? Hier. Roto Valley! Ja, es muss wieder patchen. Ich biete euch meine Hilfe an. Es muss wieder was dazugekommen ist. Und wir sprechen mal mit Roxana. Schön euch zu sehen. Ich habe hier seit einigen Stunden zusammen mit diesen beiden Abenteurern gewartet, die auch von Neverember angeheuert wurden. Wir warten jetzt nur noch auf Markus, der wieder einmal zu spät ist. Ich schwöre euch, er war in den letzten paar Monaten bei praktisch jeder Gelegenheit zu spät. Ich schätze, wir werden einfach hier rumsitzen und warten. Oh, Moment. Habt ihr das gehört?
gehört. Es geht los. Seid ihr beiden bereit? Gehen wir mal vor. Gucken wir mal. Wir werden hier bleiben und die Stadtbewohner beschützen. Wir sind nicht hier, um Banditen zu bekämpfen. Machen müssen. Und schon geht das Gemetzel hier los. Und dieses Video entsteht hier ein paar Tage. Danke, wir wollen einfach nur noch Neverwinter. Nach dem neuen Update beziehungsweise neue Kampagne. Ich habe das zwar schon mal durchgespielt auf dem Testsurfer. Das Video habt ihr ja schon, glaube ich, gesehen. Zuerst zerstören die Hügelriesen unser Dorf und jetzt kommen auch noch Banditen. Aha. Ja, den noch. Danke. Die Hügelriesen haben uns alles genommen. Wir wollen einfach nur in Frieden leben. Ja, wer will das nicht? So, wo geht's jetzt hin? Ach ja. Gute Arbeit. Diese Leute werden zu dem Dorf in der Nähe weiterziehen. Ich habe die Sache mit meinem Partner besprochen und wir haben entschieden, dass wir nicht länger warten werden. In Bryn Shander soll es während des Festes gut bezahlte Arbeit geben. Wir werden also aufbrechen. Ich hoffe, ihr findet einen Zeitvertreib, während ihr auf euren Freund Markus wartet. Wir sehen uns im Norden. Okay, na schön. Ein Tag später. Vier Tage später. Was zieht denn da? Sieben Tage später. Sieben Tage. Sieben ganze Tage. Das ist nicht das erste Mal, dass Markus mich vergeblich warten lässt. Kommt, machen wir uns auf den Weg nach Bryn Shander. Okay, dann reisen wir mal nach Bryn Shander. Ja, wieder gepitcht. Und da sind wir auch schon. Glaube ich. Zumindest. Ja. Mit Göttlichkeit und Anmut. Und
Ab hier. Kennt ihr das ja schon. Aber das ist immer. Hier drüben. Schaut euch das an. Es ist immer unterschiedlich beziehungsweise Unterschied zwischen einem Live- und Testserver. Drum hier dieses Video, um euch mal quasi den Vergleich zu zeigen. So, dann schwingen wir uns mal auf unser HTH. Und folgen mal dem Pfad. Hier scheint Chaos zu herrschen. Und es ist eiskalt. Ich weiß nicht, was in Bryn Shender geschehen ist oder was es mit dieser Kälte auf sich hat. Erkennt ihr die beiden Leute hinter uns? Sie friert ein bisschen. Näher anschauen. Das sind unsere beiden Abenteurerfreunde, die von einem Frostriesen davonlaufen. Anscheinend hat das, was hier geschehen ist, auch sie erwischt. Das hätte uns auch so gehen können, wenn wir nicht auf Markus gewartet hätten. Dieses Mal war seine Unpünktlichkeit ausnahmsweise hilfreich. Wir haben neben diesem rätselhaften Vorfall noch andere Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Welche anderen Probleme? Ich habe einige Schreie gehört, die von den Karawanen in der Nähe kamen. Ich schätze, das, was von dem Fest noch übrig ist, steckt in Schwierigkeiten. Ihr kümmert euch um die Händler. Ich werde das tun, was ich am besten kann. Herumschleichen und nach Informationen suchen. Seid vorsichtig da draußen. Diese Kälte, fühlt sich unnatürlich an. Okay. Einverstanden, Händler retten. Wir retten mal die Händler. Ach da. Glaubt, da ist schon so ein erster. Oh, Scheiße. Ich hasse Bären, hat schon mal gesagt. Ja, es ist halt nicht so leer wie auf dem Testsurfer. Und ich denke mal, dass ein und andere Schwierigkeiten hier sind. Die Mullekatze. Neu eingeführt worden. Beziehungsweise der Eistiger oder was sein war gewesen eben gerade. So, die Wölfe kennen wir ja schon. Ich danke euch. Doch wenn die Riesen hier wieder auftauchen, ist unser Schicksal besiegelt. So, gehen wir zum nächsten Händlerwagen. Ich will nicht sterben! Rettet mich vor den Bestien! Oh, gehen wir mal hier rüber. Nicht, dass wir noch die Yetis mitziehen. Haben wir solche Eistiger. Die blöden, die ist doch gekommen. Das wollte ich vermeiden.
nervt immer. Oh, fuck it. Aber wie es geht, meistern wir es doch. Wir sehen viel mehr. Wo ist der Yeti? Ich hasse dies. So, wir killen wir mal die Vigoyen noch. Ich mein, es geht. Ja, sehe ich. Hier. Denk mal, das war mal so ein Wagen gewesen. Gehen wir mal an den. Achtung, die Pestchen kommen. Die Pestchen kommen. Ja, und da sind sie auch schon. Die Bestien. Huch. Oh ja. Von hinten. Das mögen wir gar nicht gerne. Und die hat nicht getroffen. Auch wenn die jetzt hier durch mein Abwehr null Schaden machen, aber trotzdem. Muss das nicht sein? Bären. Oh. Ich hasse Bären und Yetis. So. Mehr Bären. Oh. Jo, eingefroren. Ich meine, solche Auftakte zu Kampagnen ist ja nicht schlecht, aber gehört halt zum Spiel dazu, aber ich finde es immer naja.
Ich werde zu dem Lager hier in der Nähe gehen. Vielleicht ist es dort ja sicher. Was ist da? Was ist hier? Hier ist doch gar nichts. Hier ist doch gar nichts. Was? So, und ja, mal zu den Wagen. Können wir nichts anklicken. Und gehen wir mal weiter oder machen die Karte auf. Okay, das ist das neue Gebiet. Machen wir hier mal weiter. Oh ja. Da sind's auch schon. Die Bestien. Von hinten. Das mag ich ja gar nicht. Aber der erste Eindruck hier von der neuen Kampagne sehr positiv im ersten Moment. Irgendwie wollen die Angriffe nicht so sitzen, wie die sollen. Und es soll wohl auch wieder ein neues Rüstungsset geben, aber wozu? Komm da runter! So, jetzt noch hier. Oh, wir haben Bären zugekommen! Und wie du ja weißt, hasse ich Bären. Boah, stirb! Du Vieh! Ja, noch mehr! Ach. Wolf futsch. Jetzt habe ich nur noch den Bären am Hals. Ich danke euch. Ich werde mich auf den Weg zum Lager hier in der Nähe machen. Dort ist auch Elden Lohan. Er kann vielleicht weiterhelfen. Okay. Mach mal. So, jetzt reiten wir mal zum den Pfad hier entlang. Gucken, wo der uns hinführt. Hierher. Ich will einfach nur nach Kerkonnen zurück. Ach, oh, ihr seid ein Abenteurer. Sind wir uns vorher schon einmal begegnet? Entschuldigt, ich bin nicht ganz bei mir. In Bryn Shender herrscht Chaos.
Wir wurden von Frostriesen angegriffen. Ich habe eine defensive Position bei einer der Karawanen eingenommen. Und dann kam es zu einem überwältigenden Ausbruch einer unnatürlichen Kälte. Als ich wieder zu mir kam, waren hier alle eingefroren. Die wenigen Überlebenden versuchten zu fliehen. Aber das war vergebens, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Aha, nehmen wir mal die Quest hier an. Beziehungsweise geben diese ab.